Wir sind das Smart Digital Garden Projekt hier im Protohaus, sind 2018 gestartet mit einer Förderung der Stadt Braunschweig und haben hier die zwei Gewächshäuser im Rebenpark errichtet. Wir beschäftigen uns damit, den Lebensmittelanbau ein Stück weit wieder zurück in die Stadt zu den Konsumenten zu holen. Hierbei setzen wir auf die Technik der Hydroponik. Das bedeutet, unsere Pflanzen hier wachsen ohne Erde. Stattdessen wachsen sie in inerten Substrat, wie zum Beispiel Tongranulat, und bekommen ihre Nährstoffe übers Wasser zugeführt. Der Vorteil hierbei ist, dass wir sehr viel mehr kontrollieren können und die Pflanzen auch deutlich schneller wachsen, sodass der Ertrag pro Fläche steigt. Neben dem Konstruieren von eigenen Hydroponiksystemen entwickeln wir vor allem Elektronikanwendungen zur Überwachung der Systeme und zur Steuerung und setzen hierbei auch vor allem auf frei verfügbare Technologien, die Open Source lizenziert sind. Das heißt auch, dass sie verhältnismäßig günstig sind und von anderen Leuten adaptiert werden können. Wir entwickeln ganz verschiedene Dinge. Zum Beispiel geht es um die Automatisierung der Anzucht und der Aussaat von Pflanzen in unserem Farmboard hier. Oder wir entwickeln kleine Hydroponiksysteme, an denen wir weitere Entwicklungen wie automatische Dosieranlagen für die Nährstofflösung entwickeln. Wir entwickeln eigene LED-Panels, mit denen wir unser Lichtspektrum selber steuern können. Alles per WLAN, IoT-mäßig gesteuert. Oder wir recyceln Akkus aus Laptops, um eigene Energiespeicher für unsere Solarpanel am Gewächshaus zu entwickeln. Die ganzen Entwicklungen, die wir gerade gesehen haben hier, fassen wir zusammen in unserem BMBF-Forschungsvorhaben, was jetzt gerade angefangen hat. Dort entwickeln wir zusammen mit der Nationalen Jürgensbrauerei unter uns und mit dem Studio B12 Komponenten, um zu untersuchen, wie Pflanzen auf Licht reagieren. In unserem Projekt sind die größten Herausforderungen die Akquise von genug Messdaten. Das heißt, wir machen Fotos von Pflanzen in verschiedenen Stresssituationen. Diese Daten können wir dann eine künstliche Intelligenz ergeben, sodass sie dadurch trainiert wird und dann selbstständig Pflanzen klassifiziert. Darüber hinaus betreuen wir auch Studenten mit dem IWF, sodass sie hier ihre Bachelor- und Masterarbeiten über die spannenden Themen schreiben können. Um bei dem Forschungsprojekt selbst mitzumachen, freuen wir uns sehr über technisch versierte Leute. Darüber hinaus bieten wir auch Kurse an, die an die Allgemeinheit gerichtet sind, um sie dann auch zu befähigen, selbst mitzumachen. Unser großes Ziel ist es, irgendwann in Dachgewächshäusern zu arbeiten, unsere Technik dort einzusetzen und in der Stadt direkt Lebensmittel anzubauen.